Ja, guten Morgen Leute, unser vierter Tag auf dem Altmühlradweg beginnt jetzt. Marvin hat gerade die Hütte abgeschlossen, unser Fass. Ihr habt super geschlafen, gell? Ja. War richtig angenehm, draußen war es nicht so angenehm. Heute Morgen war schon ein bisschen gefroren hier. Also die Nacht draußen wäre recht frisch geworden. Aber drinnen hat es Heizung, war super Sache. Und ihr wisst ja, was jetzt als nächstes kommt. Was kommt als nächstes? Bäckerei, 50 Kilometer. Nee. Ja. Erst eine Bäckerei suchen und dann sind wieder 58 Kilometer heute auf dem Plan. Dann gehen wir los, ja? 2:35. Marvin tut heute mit Helm essen, ha? Ist gefährlich in der Bäckerei heute. Weil die Lampe auf dem Plan. Und mit Koffein heißt, dann ist also. Ja, nach dem prima Frühstück im Warmen sind wir jetzt wieder auf Tour. Unser nächstes Ziel ist Eichstätt. Schauen wir mal, ob wir es finden. Navi ist ja an. Und am frühen Morgen haben wir schon wieder wunderschöne Kulisse. Und hier sogar ein paar Burgen. Ha? Guckt mal. Obwohl ich so angezogen bin, ist mir kalt. Heute Morgen ist aber auch kalt, gell? Gerade mal 2 Grad. Marvin, ist dir auch so kalt? Ja, sehr. Müssen wir ein bisschen dreddeln, dass es wärmer wird, hä? Ja. Vielleicht haben wir auch Glück und es kommt die Sonne wieder raus heute, hä? Jetzt haben wir noch 13 Kilometer bis Eichstätt. Ist immer noch knackig kalt. Bin gerade froh, dass es nicht regnet, weil dann wäre es mit den Kleinen schon richtig schwierig, denke ich mal. Aber so die Kälte, das stecken sie gerade noch so weg. Jetzt ist ein bisschen so hügelig, ein bisschen auf, ein bisschen ab. Da wird es nicht gerade warm. Aber sie ziehen tapfer mit. Gut so. Aber echt ein toller Radweg, muss ich jetzt auch mal sagen. Macht Spaß. Auch wenn es ein bisschen frisch ist gerade. Aber da kann ja der Radweg nichts für. Super machst du das, Melina. Marvin sagt, man muss da nicht blinken. Doch, wenn man abbiegt, muss man blinken, gell? Damit die hinten wissen, wo man hinfährt. Das machst du schon richtig, Melli. Gestern Abend ist mein Gutscheincode bei Naviki ausgelaufen. Das heißt, jetzt sieht meine Karte so aus. Besser gesagt, ich habe keine Karte. Weil die hätte ich jetzt bloß, wenn ich online wäre, dann wird die runtergeladen vom Internet. Ich habe aber mobile Daten ausgeschalten, aber ich kann dem Strich kann ich noch hinterherfahren. Das funktioniert ganz gut auch so. Halt ohne Karte. Wie gesagt, ich müsste die mobile Daten dann einschalten. Dann tät es die Karte runtersaugen. Aber das muss ja auch nicht sein. Außerdem ist das ganze Thema auch ziemlich gut ausgeschildert. Das heißt, es geht auch gut ohne Navi.
Hallo. Jetzt sind wir gleich hier in Eichstätt und da fahren wir jetzt einen richtigen Bogen so außenrum hier. Bin ich mal gespannt, wie das läuft hier. Sieht man auf der Karte gut, wie der Bogen da rumgeht. Meine Burg Marvinstein. Das andere war nur zum Angriffe üben. Das hier ist eine richtige Burg. Und so wie der Berg da vorne verläuft, so verläuft auch unser Radweg. Deswegen die Kurve da außenrum. Guck, der schläft, Marvin. Also ich zeige euch jetzt, bis wo wir gekommen sind und bis wo wir gehen. Wir sind von Rottenburg runter nach Eichstätt und jetzt und dann gehen wir weiter nach ich kann das nicht lesen. Ist egal. Wir müssen hier noch weiter, gell? Bis nach Kelheim. Mhm. Aber heute nicht mehr, gell? Und jetzt essen wir Gurken. Genau. Eichstätt haben wir jetzt wieder verlassen. Unser nächstes Ziel ist Pfünz. Pfünz. Und natürlich immer schön an der Altmühle entlang. Also, jetzt haben wir auch erste Hilfe dabei zum Fahrradfahren, zum Schwimmen, zum Skifahren, zum Schwimmen, draußen, zum Zelten, zum Wandern. Nee, das ist zum Springen. Oh. Wir sind heute Morgen an ganz vielen Tischen und Bänken vorbeigefahren. Jetzt sind wir gerade in so einer Landstraße, die Kinder haben Hunger. Hier hat es nur ein Bänkle, aber das langt uns auch. Da werden wir jetzt unsere Spaghetti kochen und der Marvin will die Spaghetti mit Thunfisch, Thunfisch für Pasta und die Melina mit Maggi. Mit Maggi. Spaghetti mit Maggi. Ein kulinarisches Highlight hier am Altmühlradweg. Na, legen wir los. Ich weiß gar nicht kochen, oder? Doch! Doch kochen, gell? Mama.
Ja, wir sind voll gegessen, voller Kohlenhydrate. Da schaffen wir jetzt noch die 28 Kilometer, denke ich, locker, oder? Ja, wir haben schon über die Hälfte weg. Habe ich schon gesagt, 13 Uhr ist. Wir starten jetzt zur zweiten Hälfte von diesem Tag am Altmühlradweg. Und die gehen gleich los wie der Teufel. Ich glaube, die Spaghetti haben gewirkt. Ja, die Sonne hat doch wieder ein bisschen rausgedrückt heute. Wir haben jetzt doch schon an die 18 Grad wieder. Dementsprechend haben wir wieder Jacke raustun müssen. Und es ist angenehm, es macht Spaß. Super Wetter, super Radweg. Jetzt fahren wir hier wieder auf so einen markanten Felsen mit einer Burg oben. Oder Burgruine oder was auch immer zu. Sieht richtig schön aus. Inzwischen schon 44 Kilometer geschafft. Und wir müssen jetzt noch 16. Aber jetzt haben wir erstmal Tischle und Bänkle und machen eine Pause hier, gell? Apfelpause. Ja. Marvin und Melina haben zusammen der Melina ihr Fahrrad jetzt verschönert. Hä? Aber ich habe keins. Du bist doch ein Junge. Ja, ich weiß. Willst du nicht mit dem Blumenstrauß durch die Gegend fahren? Tschüss. Ich hau ab. Hier war jetzt gerade noch ein Norma, da haben wir unsere Vorräte wieder aufgefüllt, dass wir den Abend heute auch noch überleben im Zelt. Wieder richtig gut zum Essen eingepackt, ein bisschen was zu trinken, dann kann der Campingplatz jetzt noch kommen. Und ich habe es ja schon öfters gesagt, wenn ihr die GPX-Datei von meiner Webseite nehmt, dann werdet ihr auch an dem Norma vorbeikommen. Das ist nämlich genau der Weg, wie wir gefahren sind. Genau da kommt ihr dann auch hin. Kleiner Abstecher zum Norma. Und sobald mein Kofferraum wieder voll ist, haben die zwei plötzlich wieder unbändigen Hunger. Ha? Ja. Ja, wenn man weiß, dass Knoppers im Wagen ist, gell? Ja. Meine Beine sterben aber trotzdem bald ab. Ja, wir haben es bald geschafft. Ihr wart wieder echt top drauf heute. Super, Daumen nach oben. Also da oben ist die Autobahn, da müssen wir gleich drunter durchfahren. Dann sind wir nämlich hier, fahren wir unter der Autobahn durch und dann geht es da weiter und da, wo man den See sieht, da ist die Kratzmühle oder sowas und da ist unser Campingplatz.
Noch eine Eispause vorm Ziel. Ich habe sogar ein Kaugummi. Das muss heute sein. Und für den Papa hat es auch was gegeben. Naja. Ein Krombacher. Keiner hätte es erwartet. Hä? Dann gibt es halt beim Zeltaufstellen heute keins. Zum Wohl. Ja, das Kratzmühle ist schon angeschrieben. Das heißt, es kann nicht mehr allzu weit sein. Und dann haben wir gewonnen. Also wir haben insgesamt jetzt schon 200 Kilometer und morgen fahren wir noch 50, aber es sind eigentlich 251, weil wir haben mal geguckt, es sind 250 stand da drin, aber da stand auch drin, dass zwei, aber dann haben wir geguckt, es sind 51 Kilometer morgen, also müssen es 251 Kilometer morgen sein. Genau. Oder noch mehr. Mal abwarten. Ne? Nein. Auf alle Fälle haben sie heute schon 56,5 bisher. Das heißt, es werden wieder 60. Top. Daumen nach oben. Von mir auf alle Fälle. Auf die Hände hoch, du entkommst nicht. Bleib jetzt stehen und ergebe dich. Augen auf, ich schalte auf Laserblick. Wenn du zu hart gelenkig bist, kennst du mich nicht. Ja, Liebe freut sich, der böse Renn, denn meine Quote liegt bei 98%. Kilometer und wir haben es geschafft. Der Campingplatz Kratzmühle ist greifbar nahe. Das langt auch für heute. Ein Windstoß und mein Zelt lernt's fliegen. Ja, das wird die letzte Nacht im Zelt sein bei der Tour. Schade, hat echt Spaß gemacht mit den Kleinen jetzt. Aber die eine Nacht haben wir ja jetzt noch. Und morgen nochmal eine ganze Fahrt. Heute Abend noch schön was essen, Bierchen trinken. Wird schon noch. Hoffen wir, dass morgen das Wetter auch noch mitmacht. Und dann haben wir gewonnen. Mal wieder auf ganzer Linie. Dass die so mitziehen, gewaltig, echt gewaltig, hätte ich nicht erwartet. Ich habe immer noch den Joker, dass ich die Sabine anrufen kann, wenn es Probleme gibt. Aber bisher nicht mal grenzwertig dran gewesen. Absolut top. Klasse. So. Hier sind die Stirnlampen mit drin.
Ja, heute Abend machen wir jetzt noch Würstle mit ein paar Weckle und Ketchup zum Essen. Hier im Trangia. Ich habe die gerade gerufen, die wollen gar nicht mehr vom Spielplatz kommen. Inzwischen haben wir schon 19 Uhr. Aber jetzt sollten wir langsam mal essen. Jetzt fange ich mal an, die Würstle anzubraten. Und ich hoffe, dass sie jetzt kommen. Ich habe sie gerade gerufen. Ja, Freunde, wir sagen wieder gute Nacht für heute. Wir gucken jetzt noch das tapfere Schneiderlein in Playmobil. Das tapfere Schneiderlein von Playmobil. In Playmobil. In Playmobil, also auf YouTube. Ihr dürft gern weiter in unsere Videos gucken, müsst nicht das tapfere Schneiderlein angucken. No. Oh. Abonniert den Kanal. Was willst du, Melina? Das ist aber echt gut gemacht. Ja, soll gut gemacht sein. Also wir gucken das jetzt noch an und zu euch sagen wir jetzt mal gute Nacht. Gute Nacht! Ja, die wollen schnell Playmobil gucken. Gutes Nächtle. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis tschüss. Morgen! Bis morgen, gutes Nächtle und Krächtle.